Ja, Mittwoch haben wir alle den Atem angehalten. Terror in Halle. Und um ein Haar wäre es ja fast zu einem richtigen Massaker gekommen. Zum Glück kam es soweit nicht, aber das, was passiert ist, ist ja schon schlimm genug. Und gerade dann, wenn Gefahr für die Bevölkerung besteht, ist die Rolle der Medien besonders wichtig. Natürlich sind solche Ereignisse immer in erster Linie die Stunde der Privatsender. Denn sie wissen natürlich, dass die Leute im Land sich dafür interessieren, was da passiert und möglichst spektakuläre Live-Bilder sehen möchten. Und deswegen gab es diesmal noch eine weitere Live-Berichterstattung, nämlich von Bild.de. Chefredakteur Julian Reichelt hatte kürzlich erst angekündigt, dass er mit eigenem Fernsehen den etablierten Sendern Konkurrenz machen will. Und so makaber es ist, ein Ereignis wie das in Halle scheint da wohl die ideale Gelegenheit zu sein, sich mal auszuprobieren. Also stellt man Moderator Moritz Wedel in ein kleines Studio und lässt ihn mit Gast über das reden, was zu sehen ist. Und dabei kommt es gar nicht auf die Sicherheit der Bewohner an. Stattdessen spekuliert man darüber, mit was für einer Munition der Täter denn da wohl gerade schießt. Auch im Vollbild gerne, da sehen wir. Das ist eindeutig diese einschüssige Waffe, die mit Schrotpatronen geladen wird. Man sieht hier, dass der Täter relativ lange braucht, die Waffe wieder schießfertig zu machen. Der nächste Schuss, man sieht links unten am Boden, da wo jetzt die Banderole leider drüber steht, auch die Hülsen liegen. Man sieht die einzelnen Hülsen am Boden liegen, die ausgeworfen werden. Scheinbar, wenn der Schütze die Waffe abknickt und zum Nachladen, wird dort diese Hülse ausgeworfen. Es sieht aus, als sei diese Waffe relativ kurz. Ja. Es kann durchaus auch sein, dass es sich hier zum Beispiel um eine Signalwaffe handelt, die man eigentlich auch relativ leicht bekommen kann, wenn man zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder bei der Seenotrettung, wie auch immer, kann es durchaus sein, dass man in Berührung mit solchen schießfertigen Waffen kommt. Die Frage ist halt, mit was man sie lädt. Ein bisschen in diese Richtung geht das in diesem Fall. Und dann hat man gehört, Schüsse, die ihm geantwortet haben, praktisch, das sind Polizeischüsse, oder? Ich nehme an, dass das Polizeischüsse sind, das klingt eindeutig nach Kurzwaffenschüssen. Also das, was dann kommt, das scheinen auf jeden Fall Schüsse der Polizei zu sein, die mit Kurzwaffen, also mit einer Pistole, abgegeben wurden. Okay. Das ist eine Munition, die etwas aufpilzt, also nicht so wie Dumm-Dumm-Geschosse, wie manche meinen, aber die pilzt halt auf, damit die Energie im Körper des Getroffenen bleibt, damit eben in Anführungsstrichen ein Schuss reicht, um Personen auch zu stoppen. Früher war das Problem, wenn kein Knochen getroffen wurde, das geht durchs Gewebe durch und dann merkt der Täter, der bekämpft wird, möglicherweise gar nicht, dass er getroffen wird. Die Polizei muss immer wieder schießen. Das ist vor vielen Jahren schon angeschafft worden. Und das würde auch dafür sprechen, dass das so eine Kugel ist, weil der bleibt benommen liegen und nach ein paar Sekunden berappelt er sich wieder und steht auf. Das ist dann wie ein Schock für den Körper, dieser Treffer, weil die Energie dieser Kugel im Körper bleibt und dadurch er mehr oder weniger erstmal kampfunfähig ist. Das sieht man ja auch hier. Diese Waffen werden im Prinzip halt durch das Abknicken des Laufes gespannt. Dabei fliegt die abgeschossene Patrone raus und der Täter lädt nach. In dem Fall klappt die Waffe wieder zu und gibt einen neuen Schuss ab. Das ist nun wirklich das Unwichtigste, über das man reden kann. Es scheint fast so, als geile sich die Bildredaktion noch geradezu auf, mit welchen Waffen hier geschossen wird. Ein Bildreporter, der mit vergleichsweise einfachem Equipment unterwegs ist, kriegt dann auch erstmal Stress mit einem Polizeibeamten. Ansonsten stehe ich hier immer noch unverändert an der Viktor-Scheffel-Straße. Die ist wahrscheinlich die meist gesicherte Straße gerade in Halle. Zahlreiche SEK-Beamte sichern beide Eingänge in die Straße rein. Und es macht den Eindruck, als würden dort die Häuser durchsucht werden. Es gab eine Neuigkeit von Sprengsätzen, die dort deponiert sein sollen. Ob dem wirklich so ist, kann ich jetzt nicht gesichert sagen. Da gibt es keine Informationen zu. Jetzt kommen die SEK-Beamten auf mich zu. Jetzt werde ich hier wieder weggeschickt. Oh, jetzt. Also wir sind halt alles erwachsene Menschen, oder? Das ist ein Gefahrenbereich. Wenn ich das geil mache hier, dann ist was passiert. Ich bin, muss nicht sein. Bin von der Presse. Ja. Ja, das hat der Beamte schon ganz gut erkannt mit dem Geilmachen. Denn darum geht es hier ja auch. Eine solche Form der Berichterstattung geht natürlich gar nicht. Das ist reiner Sensationsjournalismus, der auf niedere Instinkte abzielt. Und das geht auf Bild.de noch munter weiter. Denn wie zu erwarten war, konnten die Bildhalunken das Wasser nicht halten und mussten unbedingt Originalszenen aus dem Video zeigen, das der Killer während seines Amoklaufs aufnahm und live auf Twitch streamte.
Und um dem Ganzen irgendwie einen seriösen Anstrich zu geben, setzt man einen Experten dahin. Naja, ein Experte nicht wirklich, es ist einfach nur ein Bildreporter. Der uns aber hier wie ein Psychologe daherkommt und in die Seele des Amokläufers blickt. Dass also unterdrückte Triebregungen, dass unterdrückte Wünsche, Begierden und so weiter in entstellter Form projiziert werden auf einen konkreten Menschen, in dem Fall auf die Juden. Und dass derjenige, der Projizierende eben versucht, diese Menschen dann und damit seine Projektionen wirklich zu vernichten. Das Heftige ist ja, erst im Juni hatte der deutsche Presserat Bild.de dafür gerügt, dass sie genau so einen Clip über das Video des Christchurch-Attentäters online gestellt hatten. Und Bild zeigt einfach mal den Mittelfinger und treibt das munter weiter auf dem Niveau. Wo wir gerade bei Niveaulosigkeit sind, RTL bleibt seinem schlechten journalistischen Ruf auch treu und zerrt einen Tag nach dem Amoklauf die Mutter des im Dönerladen erschossenen jungen Mannes vor die Kamera. Ich hab gar keinen mehr. Ich hab schon ein Kind verloren. Meine Mutter habe ich verloren. Bin jetzt eigentlich ganz alleine. Warum müssen das unschuldige Menschen da passieren? Der hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Da war 20 Jahre. Entschuldigung, wo genau liegt da jetzt der Nachrichtenwert? Augenzeugen des Amoklaufs auf der Straße zu interviewen ist schon grenzwertig, aber noch vertretbar. Aber die unter Schock stehende Mutter eines Getöteten zu interviewen, sorry, das ist das Allerletzte. Obwohl auch zur RTL Group gehörend, hat NTV am Tag des Amoklaufs gemeinsam mit dem Nachrichtensender Welt die beste Arbeit abgeliefert. Schnell und auf den Punkt. Da verzeiht man auch manche unnötige Spekulation, die sich dann als Falschinformationen herausstellt. Bei NTV zumindest hat man inzwischen aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, zum Beispiel, wenn es um neu aufgetauchte Bilder und Clips geht, von denen man teilweise gar nicht weiß, ob sie wirklich zum aktuellen Ereignis gehören. Der NTV-Netzreporter Daniel Schüler lässt uns dann auch gleich mal daran teilhaben, wie NTV prüft, ob ein Bild tatsächlich authentisch ist oder nicht. Das möchte ich an der Stelle auch gerne nochmal sagen. Den Notruf nur wählen, wenn es sich um einen Notruf handelt. Ansonsten die 115. Wir wollen auch nochmal auf die Karte schauen, denn die Synagoge oben rechts im Bild mit dem Pfeil markiert, die liegt von diesem Dönerladen etwa fußwegtechnisch durch die Schillerstraße getrennt, 5 Minuten entfernt. Und da sind eben auch diese Bilder entstanden, die im Netz ganz schnell geteilt wurden. Es steht schon drüber Fotos vom Täter. So weit wollen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen. Wir wollen Ihnen aber mal zeigen, wie wir in Teilen dann mit solchen Bildern vorgehen. Einfach auch, um es transparent zu gestalten. Wir sehen beispielsweise dieses Bild und da fallen logischerweise direkt auch nicht nur der mögliche Schütze, der potenzielle Täter auf, sondern die Mülltonnen. Und dann sind wir hingegangen und haben uns mal angeschaut, wie sieht es denn mit dem Entsorgungskalender auf? Und wenn man da eben diese Straße eingibt, dann stellt man fest, ja, tatsächlich genau heute und dann erst wieder in 2 Wochen werden eben diese Mülltonnen abgeholt, die genau dort jetzt stehen. Also wahrscheinlich ist das Bild tatsächlich aktuell von heute und möglicherweise zeigt es auch tatsächlich den Täter. Das muss man. Ah ja, na bloß gut, dass der Killer nicht einen Tag später kam, dann wären die Mülltonnen nämlich abgeholt gewesen. Mit der gründlichen Arbeit hat es die Redaktion von Heute Plus hingegen nicht so, womit wir dann wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen wären. Man fragt sich wirklich, was die Macher geritten hat, dies hier in einem Beitrag zu zeigen. Twitch heißt die Online-Plattform, auf der auch der Livestream aus Halle zu sehen war. Von Fantasy-Abenteuer bis Fußballmatch, vom großen Live-Event bis zur Ein-User-Show streamt das Portal alles ungefiltert. So sah auch das Video aus Halle zunächst wie ein Ego-Shooter-Stream aus. Die Betreiber von Twitch bedauern das heute gegenüber dem ZDF und stellen schriftlich fest, die schrecklichen. Also schauen wir uns nochmal genau an, was man hier gemacht hat. Man hat erstens Bilder genommen, die gar nicht vom Killer selbst waren, sondern von jemandem, der ihn gefilmt hat. Aber noch der größere Hammer ist, diese Aufnahmen wurden einfach mal auf den Twitch-Kanal des Users DreamHack projiziert, obwohl der damit überhaupt nichts zu tun hat. Dies führte zu jeder Menge Kritik, logischerweise. Und am Freitagmorgen schließlich kam dazu ein Statement von Heute Plus auf Twitter. Zitat: In einem Bericht über den Terrorangriff in Halle haben wir Bilder des Attentäters auf die des Twitch-Kanals von DreamHack montiert. Wir bedauern, dass so der Eindruck entstanden sein kann, der Livestream des Anschlags in Halle sei dort gelaufen. Dies war nicht der Fall, deshalb haben wir das Video gelöscht. Ach, interessant. Die Verantwortlichen bedauern den falschen Eindruck, aber offenbar nicht, dass sie einfach mal Fake News verbreitet haben. Und eine Entschuldigung wäre natürlich auch fällig gewesen. Wir bedauern übrigens auch den Eindruck, in der ZDF-Mediathek würden Videos des Drachenlords laufen.
Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.